Ja, bevor es richtig losgeht hier, eine kleine Farbenlehre. Wir haben hier einmal Darstellung Rot, Grün, Blau und einmal die Darstellung CMYK. Was bedeutet das jetzt? Also hier entstehen die Farben praktisch am Bildschirm, also auf einem roten, aus einem grünen und aus einem blauen Bildpunkt werden andere Farben gemischt. Wenn man alle drei Farben entsprechend zusammenmischt, bekommt man die Farbe Weiß. Und da, wo kein Licht hinfällt am Bildschirm, da haben wir die Farbe Schwarz. Beim Drucken sieht es anders aus. Da haben wir die Farbe Weiß vom Papier aus. Und aus Cyan, Magenta, Yellow bekommen wir alle anderen Farben, außer die Farbe Schwarz. Wenn wir hier diese drei Farben mischen würden, hätten wir eher so ein dunkles Braun. Das heißt, man gibt noch eine vierte Farbe hinzu, das ist die Farbe Schwarz, das dann für K-Key, also die Schlüsselfarbe, dann steht. Kurz zur Erklärung, ich habe hier mal ein Zoll markiert. Wenn man hier entsprechend reinzoomt, dann sieht man hier entsprechende Bildpunkte. Und zwar haben wir hier eine Auflösung von 72 ppi. Das bedeutet, wir haben hier 72 Punkte auf der Länge von einem Zoll. Ein Zoll sind 2,54 Zentimeter. Man kann das hier entsprechend nachsehen. Also die Markierung ist 72 mal 72 Pixel. Wenn ich das hier umstelle auf Zoll, halt da unten muss ich umstellen auf Zoll, dann habe ich hier genau ein Zoll. Und wenn ich es auf Millimeter umstelle, oder haben wir hier Zentimeter, dann haben wir hier 2,54. Also. Und die Auflösung ist 72. Man sieht hier also, je höher die Auflösung ist, desto besser ist das Bild. Wichtig ist es hier auch, dass man eine entsprechende Auflösung hat beim Drucken. Beim Bildschirm reichen diese 72 mal 72 pro Zoll. Beim Drucken, das sollen es dann schon mindestens 150 bis 300 sein.